Und den bauen wir mal eben dahin. So. Copperbar. Forge. Ach, mittlerweile ist das so. Ja, geil. Forging ahead. To make use of stronger iron anvil. Ich muss jetzt ein Anvil bauen. Aber so ist natürlich schon wieder viel geiler eigentlich. Glassblock. Zwei Ores und ein Barren. Gut, 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 gut. So. Jetzt haben wir. Ah, okay. Copperbar. So. Wenn ich jetzt auch nochmal den wieder abbaue. Dann den Crafting Table, den ich auch eigentlich habe. Genau. Mal dahin klatsche. So. Da kann ich doch eigentlich jetzt dann auch hier eine Spitzhacke bauen, oder? Oder brauche ich dafür erst wirklich diesen Anvil? Anscheinend brauche ich erst einen Anvil. Und das finde ich jetzt schon wieder scheiße. Ja, was brauche ich denn für so einen Anvil? Natürlich nicht geguckt, aber na gut. Wir graben erstmal. Wir haben noch 9 Fackeln. Na, doof. Nein. Mann. Einfach graben. Iron! Iron! Dead. Haben wir. Brauchen wir. Ganz viel, dringend. Vielleicht geht es dann da direkt noch mehr Eisen. Weil die Höhe ist ja anscheinend richtig. Aber ich grab doch nicht in Stein, ich bin doch nicht blöd. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht blöd. So. Auch Stein. Und dann das Clay. Können wir mal zum Clay gehen. Vielleicht finden wir da irgendwie was, was wir brauchen. Nee. Ach, so viel Clay ist da gar nicht. Schade. Aber na gut. Wir graben uns hier den Weg durch. Das ist kein. Oh, da kommt eine Höhle. Oh, Eisen. Ich will das Eisen haben. Jetzt sofort. So. Ich finde schon, dass ich sehr, also man merkt, dass die Starborn-Entwickler schon eine ganze Menge wieder getan haben hier. Und dieses Nightly-Patch, das wusste ich ja bis heute nicht mehr, dass es das überhaupt gibt. Ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich jetzt ist. Also wann wird das irgendwie Silber? Wann wird das gepatcht in einem und sowas halt. Und werde euch halt auch auf dem Laufenden halten, wenn irgendwas Neues dazukommen sollte und ich das sehe oder es schon vorher lese, wie auch immer. Ich habe mal so eine Liste gefunden, beziehungsweise erstmal wieder gesehen. Da stand erstmal auf der Liste stand dann auch, was wir überhaupt alles machen wollen, bis das Spiel wirklich erstmal im Full Release ist. Ich dachte so, ja, da habt ihr noch eine ganze Menge zu tun, Leute. Die Liste ist ja nicht gerade jetzt so die kürzeste, würde ich mal sagen, ne? Weiß nicht, ob ihr die schon gelesen habt. Also die könnt ihr euch ja auf, wie heißt das? www.playstarbound? Glaub schon. Da könnt ihr euch das auf jeden Fall angucken. Oh, wie hoch der springen kann. Super Affe! So. Wir haben ein Öfeli. So. Und da werden wir erstmal Iron Bars. Ich dachte, mein Handy vibriert. Komisch. Wow. Das ist gerade voll hart. Mein Handy hat eigentlich gar nicht vibriert. Und dann habe ich euch das erzählt und dann kurz darauf war das dann so, dass es dann plötzlich doch vibriert hat und das ist echt gruselig gerade.
What the fuck? Sorry, dass ich jetzt gerade nicht spiele, also ein bisschen nichts mache, weil ich bin gerade. Boah, ich bin gerade voll geflasht. So ganz plötzlich einfach das. Ja, ich habe ja gedrückt, wo das halt vibriert hat und da war nichts. Als ich das weggelegt habe, ich euch erzählt, von wegen, da ist nichts und dann zack, zack, vibriert das. Wie auch immer das getan hat, also. Gah! So ein Anvil. Was brauchen wir für ein Anvil überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Iron Table? Warte, warte, es gibt ja so eine Suchleiste. Anvil braucht man 8. Verdammt. Dann werden wir mal unsere Sachen wieder abbauen und weiterziehen. Zupf. Und blub. Weiter hinunter. Aber hier durch. Ja, ich habe momentan wieder extrem viel Lust auf Starbound. Vielleicht kriege ich ja noch einen Mitspieler wieder. Werde ich mal wieder was überlegen für. Aber erstmal werde ich ja wohl alleine weiterspielen. Und das ist jetzt sowieso eigentlich eine Unstable-Version, heißt. Es könnte auch ganz schnell wieder weg sein. Von daher ist es dann auch gar nicht so wichtig, dass ich jetzt dass ich jetzt unbedingt schon einen Mitspieler habe. Silber oder Eisen oder Platin oder was ist das? Ich glaube, das ist Silber, ne? Silber, oh! Oh, Silber. Da ist noch mehr. Ich hab dich gesehen. Muhaha. So. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Blub. Eisen, Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Gold. Was man hier alles so findet. Und Eisen. Aber dann gehe ich mal kurz darüber. Ups. So. Wie viel brauchte ich noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mir fehlt noch ein Eisenrohr jetzt mittlerweile. Oh. Oh, eine Kiste. Mit einer Zweihand-Sense. 54 ist mehr. Und 2, oh, auch viel schneller. Aber Damage per Swing ist ein bisschen niedrig, aber das können wir trotzdem mal ausprobieren, sag ich mal. Und die Kiste, wie man mich erkennt, mitnehmen. Wow, Alter. Wir haben keine Fackeln mehr. Scheiße. Lalala, lala. Wir können auch. Ah, wir können wir Fackeln bauen, wir können Fackeln bauen, wir können Fackeln machen. Aber erstmal muss das Inventar geleert werden. Ich finde gerade meine Taste nicht. Da, jetzt habe ich sie. So, das alles erstmal hier raus. Der auch, der auch, der auch. Die auch. So. Jetzt suche ich erstmal den da, dann den Furnace. Die Fackel habe ich ja auch noch. So. Eigentlich kommen die Fackel dann wieder auf 1. Das dahin, das dahin. So, Torches. Wir können basteln 8, 16. Reicht vollkommen aus erstmal. Ach, oh, noch ein Loot Chest. Oh, 4 Kupfer, geil. Kann ich das da ausmachen? Von hier? Nein. Geh weg. Oh. Da habt ihr nichts gesehen? Ich bin nicht gestorben. Nein, niemals. Das ist Einbildung. Genau, es ist Einbildung. Ich würde doch niemals sterben. Weil ich keine Rüstung habe, scheiße. Gut, dann gehen wir doch mal, oder? Ja. Na. So, hier runter. Da runter.
Hier runter. Gar. Asozial. Scheiße. Man fehlt doch gar nicht so viel Eisen, Mann. Okay, next try. Machen wir halt nochmal. Diesmal passen wir ein bisschen besser auf. Oder wir machen das noch ganz anders. Wir graben jetzt einen. Wir graben jetzt einen Baum. Wir fällen noch einen Baum. So. Den auch. So. Dann sieht das Holz. Und jetzt machen wir mal ganz schön hier eine Fackel. Na! Runter, runter, runter. Und graben uns mal eine Runde runter. Und halt ab und zu setzen wir mal eine Fackel, bis wir irgendwann genug Eisen haben. Und dann passen wir es wieder nach oben. Ganz einfach, finde ich persönlich. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Fackel. Das, ach, das ist nur Kohle. Okay, also weiter. Tipp, 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 tipp. Geht am schnellsten, glaube ich, für 2, 3 Eisen. Aber auch eine Fackel ist wichtig. Und der Meta-Manipulator. Das ist Kohle. Gut, also auch wichtig. Weiter. Was? Wo sind wir da jetzt? Okay. Gehen wir hier mal durch. Das ist voll umständlich. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ma. So. Wir brauchen dringend eine Spitzhacke. Ich brauche das anders als immer R zu drücken. Das ist nämlich total affig. Ah, wir können auch eine Taschenlampe benutzen. Aber wir brauchen eine, trotzdem eine Fackel. So. So. Da. Wenn wir uns eh runtergraben, können wir auch hier bei der Kohle. Hört doch noch keine Sau. So. Und schon wieder heftig scheiß Cobblestone. Und eine Fackel. Da. Runter. Ist schon recht tief eigentlich mittlerweile. Gold! Fettes Ding, nehmen wir gleich mit. Schaden kann das nicht. So. Und weiter. Ab und zu hängt das Spiel bei mir noch. Sehr uncool. Oh, da ist Eisen. Und der letzte, was wir noch brauchen. So. Würde ich mal sagen, nein, nicht C, sondern jetzt brauchen wir das. Dann tun wir mal hier ein bisschen aufräumen, das geht ja gar nicht so. Kupfer, Eisen, Eisen, ach Gott, das Silber, so, Silber, so, perfekto. So, ihr kennt das ja, ein bisschen Ordnung muss sein, der Rest räume ich noch nicht auf. Erde, so. Iha. Ups. So. Ah, ich habe noch den Rest mal. Ich habe noch Kupfer gefunden in meinem Inventar oben. Da ist der. Ich habe mich schon gewundert, wo Eisenkott hier der Kupfer ist. So. Und wir gehen wieder weiter. Ah, ja, ich drehe hier gleich durch. Ich wollte die scheiß Erde hier, so.
So. Kann ich nicht auch einfach... Ja, ich kann. So. Stellen wir jetzt mal hier eben... Das ist viel einfacher, wenn wir das mal auf- und abbauen. Unsere Werkbank und unseren Ofen hin. So. Gehen zu unserem Ofen. Machen ein paar Iron Bars fertig. Ein paar Gold Bars fertig. Copper Bars machen wir noch fertig. So, machen mal eben... Vor allem eben... das Gold hier drunter. So. Wo, das, wo wir das ja nicht tauschen müssen. Ah, die Maus ist zu schnell. So. Das legen wir damit hin. So. Jetzt haben wir ein paar Bars. Gehen wir hier hin und bauen einen Iron Anvil. So. Iron Anvil. Now I can craft aus. Jetzt können wir Waffen machen. Ja. Was? Ich brauche Kernfragmente. Gold Pickaxe kann ich basteln. Geil. Die Gold ist ja besser als die ist ja besser als die Kupfer eigentlich. Wir machen uns dann einfach gleich eine Gold-Spitzhacke, würde ich sagen. So, Craft. Iha, sieht schon wieder viel besser aus. Allerdings müssen wir jetzt wirklich dieses Ups and Downs. Um die Dinger zu reparieren, müssen wir jetzt erstmal wirklich unter die Erde und das machen. Really jetzt? Ah, na gut. Team Two Planet. Mal vor mal angucken. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Allerdings muss ich nochmal nach oben. Na toll. Na toll. Ich mach mal hier die Spitzhacke. Ich komme noch nicht klar. Auf 2 machen. Und dann muss ich wieder befreien, weil ich hier irgendwie in der Luft hänge. So, jetzt gehen wir nochmal. Zupf. 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 So. Können wir noch Bäume fällen? Schneller Bäume fällen? Definitiv. Fällen wir mal ein paar Bäume, dass wir uns nachher genug Fackel machen können, wenn wir uns da unten gegraben haben. So. Und Craft. Torches. Verdammt. So. Ein paar Holzfragmente. Holzbretter. So. Wir haben ja nicht mehr genug Kohle jetzt. Aber die finden wir hier. Kohle, Kohle, Kohle. Gib mir meine Kohle. Kohle. Oh, da ist noch mehr. Oh, Kohle. Ganz viel Kohle ist hier. Oh. So macht es gleich viel mehr Spaß als mit diesem scheiß Meta-Manipulator. Blödes Drecksding. So. Zack, so geht das nämlich. Kohle, mehr Kohle. So. Noch mehr Kohle. Schön mitnehmen. Können wir immer noch bestimmt noch gebrauchen. Da graben wir uns jetzt runter. Ach was. Ist sie jetzt. Leute. Uns ist gerade unsere Spitzhacke kaputt gegangen. Ist das normal? Sollte man das vielleicht nicht machen?
Lass uns nochmal aufs Schiff gehen, weil irgendwie ist unsere Spitzhacke kaputt gegangen. Ja. Okay. Dann haben wir zwei Kupfer. Und das ist aber trotzdem gerade doof, dass das... Na toll. Ohne Witz, ne? Muss ich mir jetzt die 30 Spitzhacken reinmachen, damit ich damit überleben kann, oder? Grrr. Das ist ja jetzt immer gerade voll ätzend. Hätte ich mal gewusst, dass die kaputt gehen kann. Sagt mir aber auch keiner. Oder muss ich die zwischenzeitlich wieder reparieren? Ah, das wäre jetzt der nächste Versuch. Wir probieren das gleich mal aus. Gehen wir mal runter. Beam to Planet. Vielleicht kann man sie, bevor sie kaputt geht, reparieren. Also, wenn ich darauf achten muss mittlerweile. Ja, lass mich in Ruhe. War voll krass, dass sie einfach mal so kaputt gegangen ist jetzt. Muss jetzt oben auf die Anzeige achten, dass ich nicht, dass sie nicht wieder kaputt geht vorher. So. Wir erkunden mal ein bisschen hier die Höhle nebenbei. Lala, na toll. So. Kohle. Nehmen wir natürlich mit. Wir brauchen ja ganz viele Fackeln jetzt, wenn wir hier ein bisschen überleben möchten. Ich komme gerade nicht drüber weg, dass das kaputt gegangen ist. Licht. Hoch, hoch, hoch. Licht. Ah, oh, Kohle. Sehr cool. Tü. Hoch. Und guck. Wenn du... Ach, das führt jetzt auch noch lange nochmal auf. Mann. Vielleicht... Nein. X wollte ich machen. Mann, Taschenlampe, mach mir die Taschenlampe an hier. Krö, wo ist meine Taschenlampe? Warte, ne. Ne. Schon viel besser. Nein, die soll nicht kaputt gehen. So. Probier es jetzt mal aus. Weil früher konnte man die ja reparieren, indem man sowas hier... Das geht auch nicht. Kann man Bars benutzen? Oder kann ich dann vielleicht nur Kupfer benutzen? Wäre auch eine Möglichkeit, dass ich nur Kupfer benutzen kann. Ah, er weiß ja schon. Okay, das ist scheiße hier. Hier durch. Da finde ich ja gerade ein bisschen Kupfer, das wäre mal gerade recht gut passend. Scheiße. Stimmt ja. Ich hab die falsche Spitzhacke benutzt, verdammt. Da brauche ich ja noch viel mehr Rohstoffe als früher. Da brauche ich schon mal verdammt viele Rohstoffe, um irgendwas herzustellen.
Machen wir so. Und noch tiefer. Kupfer vielleicht irgendwo? Wir brauchen Fackeln. So, beides mal. Ja, ah, ne? Kupfer. Probieren wir mal aus hier. I. Mann, ich treffe wohl das I. Jetzt nehmen wir den Kupfer und hauen ihn auf. Verdammt. Oder geht das nur, wenn ich im Inventar ist? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Auf die Barren drauf? Nee. Muss man also tatsächlich ständig neue Dinger machen.